Hier stehe ich nun und spreche etwas für Gehirnschrauber. Dieses schöne Seitenprojekt mit sehr viel gesellschaftskritischen Texten und eingängigen, tanzbaren musikalischen Elementen. Und ich muss immer noch sagen, nach dem ersten Album, mich mag viel schocken, aber dieses zweite Album, es ist das Beste, was ich schon gehört habe. Aber schon viel gehört. Aber nie so etwas Schönes wie diese Musik wird mich auf meinen langen Reisen begleiten. Und ich werde aus diesem immensen, imaginären Brunnen der Freude schöpfen. Dazu geführt haben, dass Neuartigkeiten von der Gesellschaft nicht toleriert und akzeptiert werden. Und deshalb nichts davon in der aktuellen Presse bzw. dem allgemeinen Bewusstsein davon hervorgehoben worden. Kinderschreck, Musik. Moment.
Ich hoffe, Iron Man hat sie beglückt.